willkommen, mein liebes Bowling-Universum, zum Vlog Nummer 40. Ja, Sie hören richtig, ein Jubiläums-Vlog, wieder ein runder Vlog. Und heute geht es mal wieder zum Bowling natürlich. Allerdings nicht auf die Dream Bowl, nicht auf die Hollywood Bowling, nicht auf die Isar Bowling, nicht nach Bruntal zum Max Mehr Bowling, sondern mal wieder auf die 5005 Bowling nach Olching, jawohl. Und nicht alleine, sondern gegen Thomas Erwin. Jawohl, es wird wieder spannend werden. Ob er mich wieder fertig machen wird, man weiß nicht ganz genau. So, 6 Bälle kommen heute wieder mit. Das Arsenal sieht folgendermaßen aus. Phase 3, Rubicon, Zen, Pitch Black, Venom Shock, Zero. Und ja, wir haben ja letztes Mal gesehen, die Haltung war wieder deutlich besser bei der Max Munich Bowling letztes Mal gegen Markus. Allerdings hatte ich wieder hinter wieder Rückenschmerzen. Aber ich werde trotzdem versuchen, heute wieder genauso zu spielen. So, was ich noch nicht gezeigt habe, den ersetzten Fast Pitch. Endlich habe ich wieder einen zweiten Fast Pitch. Habe ich ja erwähnt, aber noch nicht gezeigt. Genau, da ist er drin. Ja, das ist ja auch nicht gezeigt, wo der nur in der Schachtel ist. Ja, wir wissen ja, wie der Fast Pitch ausschaut. Also, dann würde ich sagen, morgen geht es dann wieder auf die nach Dream Bowl gegen Markus. Da wird natürlich auch geblockt, selbstverständlich. Da werden die Bälle ausgetestet, die ich auf jeden Fall mit zum Ligastart nächsten Sonntag mitnehmen werde. Genau, das soll es erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns auf der Fahrt nach Dasing zuerst. Da geht es erstmal zum Bogenschießen. Allerdings geht es dann hinterher, wie gesagt, auch nach Olching, da es nicht mehr so weit weg ist, so 29 Minuten entfernt. Dann würde ich sagen, tschüss, bis dann und bis gleich. So, wie versprochen, sind wir heute wieder in Dasing. Allerdings nicht so lange, denn Dasing liegt nicht allzu weit weg von der 5005 Bowling in Olching. Deswegen schauen wir noch mal kurz hier vorbei. Es ist ziemlich heiß, 34 Grad heute. Abartig, also die Kamera hat heute auch nicht alles gemacht, nur ein paar Sachen geschossen. Genau. So, wie gesagt, heute Vlog Nummer 40. Wahnsinn, schon 40 Vlogs. Deswegen ein kleines Schmankerl gibt es noch zu sehen. Und danach geht es dann auf zum Bowling natürlich. Da freue ich mich besonders drauf. Ich hoffe, dass mein Rücken heute wieder hält, denn letztes Mal hatte ich Rückenschmerzen. Also ich war schon seit, ich glaube, Januar oder Februar nicht mehr da. Und die Bälle sind immer meistens ziemlich schmutzig. Du musst dann immer richtig lange putzen. Mal gucken, wie es heute sein wird. Ei, oh, oh, da ging oben rein. So, jetzt waren wir wie gesagt in Dasing, da haben wir nochmal Edeka Split Eis gekauft, ein 6er Pack. Eins habe ich gegessen und 5 die Kamerafrau. Ja, irgendwann muss ich auch fressen. Ach, das schmilzt ja auch alles. Also. Ja, weil nur ein Capri Eis, Split Eis meine ich, hätte aus der Truhe 1,40 gekostet und das Multipack hat dann 1,90 weniger Rabatt, war ich bei 1,79. Also, ja, also überleg mal, da kriegst du ja fast für den gleichen Preis 6, gell? Also entweder 1 oder 6, also jo. Hallo. Dann hab ich heute schon mal Mittag und Abendessen alles in einem drin. Eben. So, jetzt ist 20 nach 4, also wir haben die Zeit gut ausgenutzt nochmal. Jetzt nochmal Pipi machen und dann sind wir eh schon um 4:30 geht es dann eh schon los. Das Duell Thomas Erwin gegen Erwin. Das wird sehr spannend werden, denn ich habe noch nie einmal gegen in Olching gewonnen. Also warum nicht heute? Also Olching und Hollywood Bowling, glaube ich, weiß ich nicht. Also Hollywood Bowling habe ich, glaube ich, gar keine Chance gegen ihn, wie er spielt. Mhm, da spielt er seine Macht. Mhm. Schauen wir mal, ein paar Platz da ist, sehr schön. Ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr hier. Ja. Sehr lange nicht, ist es her, da war es noch Winter. Das ist, ja, okay, oder? Das war im Februar oder Schnee so. Lag nicht, aber oh. Ganz hinten. Oh nein. Ganz hinten. Oh je. Ja, man musste echt ganz hinten stehen, es geht nicht anders. Naja, es ist ja fast gar, es ist ja hinten, da passt dann keiner mehr rein neben dir. Doch, da passt schon noch einer rein. Nee. Steht ein bisschen eng da dran. Ne? Geht schon. So, jetzt sind wir bei der 5000 Bowling angekommen. Jetzt sehen wir gleich, wie es laufen wird. Bis gleich. So. Gucken wir mal, welche Bälle heute laufen werden. Ich muss mal gut warm machen wegen am Rücken. Ja. Ich lasse mal richtig Schmerzen wieder gehabt. Ja. Tag. Aber dafür habe ich wieder besser geworfen. Die Technik war, Haltung war wieder besser, aber da werde ich hinterher mehr Rückenschmerzen. Das ist ja klar, die angeschlagenen Bandscheiben. Ja. Und wenn er immer Schonhaltung macht, weil der Körper auch merkt, dass es weh tut. Ja, und je mehr Gewicht du am Oberkörper hast, desto mehr Wasser. Ja. Ist so. er trinkt schon mehr Wasser, ja. Aber du weißt ja selber, es geht nicht so schnell, gell? Ja, ja, von schneller kann er auch sein. Immer mehr, habe ich das Gefühl. Dumbo. Ja,
Sprung gut. Ja, Thomas ist ja auch da, alles gut. Jetzt. Random Shop und Zero. Am besten schiebst du die Taschen davor, dann traut er sich nicht so doll. Weil er ist jetzt auch einfach runtergesprungen. Die brauche ich ja jetzt nicht, die kann ich wegtun. Ja. Hast du alles ausgepackt? Deine Tücher, Bürste, alles? Bürste musst du woanders drin. Bürste ist da. Ah ja, da. Solltest du sie suchen? Jetzt nicht mehr. Na, ein bisschen lehnen, sollte klar sein. Ja, dumm wohl nicht. Ja, ist ja gut. Du könntest die ganze Apotheke aus der Tasche machen. Immer so. Sitz. Ich muss mich dehnen. Dumbo-Sitz. Also am Samstag füllen wir auch wieder. Aber wir belassen ihn zu Hause. Weil das ist echt, das ist zu nervig und stressig und immer diese hunderten Zecken meist. Ja, wenn es geht. Ich habe ihm gesagt, ist mir egal. Da ist ja noch schlimmer dort. Da ist noch schlimmer mit den Zecken. Sind sie an uns wieder dran? Ja, zumindest vom Gras her. Ach so. Wo? In Kaufkirchen? Ja. Er meint, okay. Das ist noch schlimmer. Aber du hast mal was von Weilheim gesagt, dass irgendwas von Weilheim wäre. Machen wir mal gut, Moosmühle. Sie hat irgendwas nachgeschaut, nicht gefunden. Nö, Weilheim ist das Einzige, was das Nächste am Weilheim ist, Kinsau. Nee. Okay. Warte mal, ich schau mal. Mühle. Wässerbrunn. Wie? Wässerbrunn. Wässerbrunn. Gut, Moosmühle, also heißt es. Ja. Dieser 40. Block ist heute besonders. Heute muss ich gewinnen. Ja, das ist ein 40. Bowlingblock. Also spielt schlecht. Ja, wenn Thomas auch wieder 160 schnitzt wie letzte Woche, dann hat man eine Chance. Ja, gegen dir, da holt er alle draus. Ja. Hollywood Bowling da. In der Holly war ich wieder über 200. Was nochmal? 15. Am Freitag dann. Freitag, ja. Gut, komm an. Ein bisschen näher. So, man, I'm shot. Es ist jetzt ein Spiel. Ja, Training. Fühlt sich noch nicht so ganz richtig an, was ich da mache. Aber ist ja noch Training, gell? Ja, oh, ja. 10 Minuten Training kriegt er. Wow, 10 Minuten Training. Ja? 10 Minuten Training. Ja, gut. Können wir gebrauchen. Das ist wirklich was wert. Aber One Strike. Ich auch keine Reise wieder. Wir wollen ja keine Schwert machen. Du musst schon wieder Pittsburgh läuft. Der Erbin braucht immer etwas länger, um warm zu werden. Mein Rücken alles, ich merke alles. Ja, dann doch noch ein bisschen mehr dehnen, oder? Ja. Also da draußen haben wir nicht reingekommen oder rauskommen. Nein, haben wir ja gesehen, was passiert. Okay.
Pfeilspitze. Ich habe sogar eine Zange diesmal mit dabei gehabt. Wir haben beide die Pfeilspitze. Wir haben es nicht rausbekommen. Wir waren im Pfosten drin. Ist es schlimm? Was? Was drin lässt, weißt. Aber gehört auf YouTube. Aber wie gesagt, wir haben beide echt versucht. Wir haben die nicht rausbekommen. Selbst mit der Zange, nee. Wenn die Spitze nicht rausgeht, geht sie nicht raus? Vielleicht mit einer anderen Zange, aber was ich dabei hatte, das ging nicht. Wir haben beide echt versucht, wie die Irren. Habt ihr die schon bestellt? Ja. Ich habe 5 Split-Eis im Auto gegessen. Weil die ganze Packung war billiger als eins. 1,80 für eine ganze Packung oder 1,40 für eins. Okay, wir sind dann wieder im ersten Spiel. Bis gleich. 10 Minuten Drehzeit sind vorbei. Sind wir relativ kurz, sag ich mal. Hängt bei dem Venom Shop, rechts mit dem Fernanfang. Kenne meistens, aber sobald in der Stiefel, du weißt sofort, welche Nummer das ist. Ja, sollte man Ei, ei, ei. Ich werde zum
den Ball wechseln machen. Jetzt schon den Ball wechseln. Aber nach zwei Sprints wird es doch riskant. An den anderen Ball jeweils hat funktioniert. Ausnahmsweise mal. Oder 150. 170 oder noch. Aber ich brauche 3 Strikes. Okay, 184. Dann kann ich jetzt räumen. Hä, wie du stehst da. Was für ein Schwung war? Wir sind ja auf der Holly hier, gell? Ich brauch dich immer striken. Ja, der geht links. Schade. Der kann es nicht machen. Thank you.
gerade. Hey. So, jetzt habe ich mich schöner aufgesetzt. Das war genau der Unterschied. Vorher habe ich, keine Ahnung, 1,5 Meter geworfen. Ja. Endlich, leider. Schön. Hat sich mir aufgesetzt. Irgendwie war der einzige richtig gute Wurf bis jetzt. Ich hab's irgendwie gewusst, dass er jetzt einen Strike macht. Ja, das sieht man schon, wenn er wieder läuft. Oder wie er man abgibt, der reicht eigentlich schon. Die Gefühle. Also nicht immer, aber sehr oft. Im ersten und im zehnten. In dem sechsten Frame habe ich den 7. Pin verpasst, aber ich bin in die Rinne rechts in die Rinne getroffen. Ich depp. So, Gesamtergebnis 5,83 Thomas und 5,18 habe ich versucht. Also, ganz schlecht. Jo, Schokolade. Ja. Schlecht geworden.
Schön. Ja, schön. Und ja, da habe ich. Ich komme hier in die linke Gasse rein. Wollte nicht.
Ja. Sah aber eigentlich nicht schlecht aus, fand ich jetzt. Schlechter Start. Zwei gut hintereinander. Habe ich sogar falsch gezählt? Warte mal doch jetzt. Falsch gezählt. 99 zu 79 für mich. Ja. So, wir sehen uns dann. Ein Spiel gibt es noch. Das letzte Spiel nämlich. Bis später. Hallo. Titi. 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 So eine Tüte. So, das sechste Spiel habe ich auch gewonnen. Mit 206 kann ich mitleben. Mit Rubicon. Lief auch wieder sehr gut. Aber mit Thomas läuft es jetzt momentan nicht so gut. Ich bin bei 11,96 auf 6. So knapp unter der 200er. Schnitt vorbei.
Bei Thomas lief es am Anfang besser, jetzt momentan hat er das nicht so ganz so gut bei ihm. Schauen wir mal, wie er abschließen wird, dieses Spiel. So, darf er nochmal werfen? Dann sehen wir es gleich. Und dann ein Spiel, wie gesagt, gibt es noch zu sehen. Beim 40. Jubiläum des 40. Blocks heute. Am 19. Juli 2022 hier auf der 5005 Bowling in Holzingen. So, Nullmo wird wieder ausgiebig gestreichelt. So, schauen wir mal, letzter Wurf. In diesem Spiel. Oh, der war besser. Ja, der war gut. So. Deutlich besser. Ein Spiel sehen wir noch, aber das nächste wahrscheinlich noch nicht, sondern erst das allerletzte. Bis gleich. 1128. So, letztes Spiel. Im siebten Spiel haben wir beide nachgelassen. 161 zu 146. 1342 für mich und 1289 Thomas. Nein. Ja, der Herr hat auch Hunde. Der weiß schon, wie man streichelt. Aber ich dachte, mal schauen. Oh! Oh, shit, jetzt hätte ich aber gedacht. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich dachte,
Zumindest ein scheiß Spiel hat gut funktioniert. Ja. Jetzt.